Hey, der Besserwisser ist hier. Du weißt schon, dein Fokuskumpel, Danny lächelt. Ich habe ihn einfach mal in dein Zimmer geschickt. Okay, danke. Nun, Silence, hast du endlich eine Tür gefunden, die du allein öffnen kannst? Ich freue mich, dass es sie gibt. So musste ich mich nicht mit deinen Freunden herumschlagen. Genug geplaudert. Ich denke, du schuldest mir eine Erklärung. Deine Pläne für die Zenith-Basis. Das stimmt. Ich schulde dir was. Einen Speer durch die Kehle, weil du mich belogen hast. Dort im Hades-Labor. Ich bezweifle, dass du mich deswegen hergebeten hast. Nein. Ich brauche deine Hilfe. Also bekommst du eine letzte Chance. Aber wenn du mich je wieder hintergehst, töte ich dich, egal wie die Umstände sind. Verstanden? In Ordnung. Obwohl wir beide nicht mehr viel Zeit haben, wenn du es nicht schaffst, dass wir in die Basis kommen. Hey Leute, ein anderer Gast ist hier. Sie, kommt zu dir. Danke. Gutes Timing. Ehrlich gesagt, ich kriege uns nicht in die Basis. Aber sie schon. Deine Freunde sind ja noch schlimmer als gedacht. Du magst keine Überraschungen, oder? Schau mal, ist das deine kleine Erfindung? Funktioniert die Waffe? Ohne Selbstzerstörung? Aber natürlich. Ich habe die Makel ausgebügelt, das Design und die Wirkung verbessert. Wie können wir sicher sein? Soll ich es vorführen? Genug, ihr beiden. Es geht uns alle an. Zumindest jetzt. Rede mit Erend. Sag ihm, dass ihr eigene Zimmer braucht. Ich komme euch besuchen, wenn ich kann. Oh nein, erst du. Ich sollte alle im Kontrollraum versammeln, damit Tilda uns sagen kann, was sie über die Zenith-Basis weiß. Regala ist weg. Hikaru und die Tenakt sind in Sicherheit. Die Zukunft steht ihnen offen. Ich wünschte, sie würden mit diesen Titeln für mich aufhören. Aber wenn ich eins gelernt habe, den Kampf kann ich nicht gewinnen. Hast du Cortanas neuen Arm gesehen? Ich hätte nie gedacht, mit Fleisch verbundenes Metall zu sehen. Aloy, anscheinend haben wir interessante neue Gäste. Aber schön, dass es dir gut geht. Du sollst bei den Tenakt für Aufregung gesorgt haben. Ich hätte fast gedacht, du kommst auf einem Sonnenflügel durch die Decke. Ich muss dich leider enttäuschen. Habt ihr mit unseren neuen Freunden geredet? Erend und ich wollten mit Silence sprechen. Aber offenbar ist unser Stammesgetue völlig unnötig. Sympathisch, oder? Bereit, zur Zenith-Basis zu ziehen? Was auch kommt. Wir halten durch. Was hältst du von unserem neuen Zenith-Mitglied? Ich finde, sie riecht wie der Tod, aber sogar der Tod riecht nach etwas. Sie ist mehr wie ein kaltes Stück Metall. Entschlossen, jede Spur von Leben abzustoßen. Sie ist definitiv anders. Ich muss gehen. Ich vertraue auf euch, dass hier alles zivilisiert zugeht. Ich sorge dafür, dass Erend Silence nicht schlägt, wenn du das meinst. Danke.
Du bist geflogen. Kotalo hat's erzählt. Und hast Regalas Maschinen ausgeschaltet. Oh, weißt du was? Ich weiß gar nicht, wieso mich das überrascht. Wie ich sehe, haben wir Besuch. Und eine neue Waffe. Heißt das, wir sind bereit, die Sinis herauszufordern? Fast. Ich hoffe, unsere neuen Gäste haben sich benommen. Dieser Silence. Ist er derjenige, der die Waffe gebaut hat, die Sinis-Schilde überwinden kann? Ist er. Obwohl ich nicht glaube, dass er Fragen dazu beantworten wird. Er weigert sich, uns niederen Sterblichen seine Geheimnisse zu verraten. Oh. Kennst du dieses gewisse Extra von uns, das uns warm, freundlich und herzlich macht? Unsere Seele? Ja. Er wurde ohne eine geboren. Ist es dir wirklich recht, auf diese Mission zu gehen? Ich weiß, das alles muss sehr schnell für dich gehen. Ich habe schon Ozeane und Verrückte bezwungen, die sich für wiedergeborene Ahnen hielten. Wieso nicht auch ein paar Unsterbliche mit tödlichen Drohnen unter ihrem Kommando? Schätze, je mehr, desto besser. Du hast bestimmt gesehen, dass Tilda hier ist. Unsere eigene Zenith. Ich wäre fast zu ihr gegangen, um ihr, naja, jede Frage zu stellen, die ich zum Vermächtnis habe. Jeder Wahrsager, den ich kenne, würde töten, um 5 Minuten mit einem der Alten zu verbringen. Doch nun, da sie hier ist, fühle ich mich nur etwas unbehaglich. Ich weiß nicht, ob ich Angst habe, mehr unbequeme Wahrheiten zu erfahren oder bloß vor ihr. Womöglich beides. Ich muss ein paar Dinge zu Ende bringen, aber bleib wachsam. Ich bin bereit, wenn du rufst. Aloy, du hast einige interessante Freunde mitgebracht. Ich wünschte, wir würden sie nicht brauchen. Aber Silence und Tilda sind aus einem Grund hier. Ja, der Feind meines Feindes und so. Stimmt's? Ja. Silence bleibt wohl für sich, wie üblich. Ich hatte gehofft, dass er mir einen Grund gibt, ihn in den Boden zu stampfen. Bitte nicht. Willst du mir etwa sagen, dass es dich nicht in den Fingern juckt? Nach allem, was er getan hat? Sicher. Später. Jetzt gerade hat er etwas, das wir brauchen. Sieht so aus, als würde keiner unserer Gäste Ärger machen. Noch nicht. So, Kotalo sagt, du wärst geflogen. Das ist neu. Ich gebe ihr mein Bestes, um lesen zu lernen. Und du hast da draußen den ganzen Spaß. Keine Sorge. Bald kannst du bei dem Spaß auch mitmachen. Mit den Zeniths. Ich freue mich drauf. Hast du mit Tilda gesprochen? Ich habe es versucht. Die würde nicht mal neben einer Schmiede wärmer werden. Und du meinst, sie will helfen? Ich denke schon. Hoffentlich. Ich sollte mal los. Na, du weißt, wo du mich findest. Tja, jetzt weiß ich, woher die Metallblumen kommen. Letzter Versuch, die Pharaoh-Plage zu stoppen. Demeter muss sie ausgesät haben, nachdem sie im Treibhaus Zuflucht gesucht hatte. Da bist du ja. Gut gemacht, Aloy. Trotz meiner Bedenken konntest du Silence und seine Waffe sichern. Du bist ein leuchtendes Beispiel für Liz Stärke. Ich habe nachgedacht, was du in deinem Haus sagtest. Dass du mit Elizabeth befreundet warst. Es war mehr als das, oder? Aufmerksam wie immer. Du hast recht, wir waren einst zusammen. Okay. Was ist passiert? Ich war eine Waise. Ich war immer allein gewesen. In meinen 30ern fragte ich mich, ob das einfach mein Schicksal war.
Dann traf ich Liz. Wir trafen uns mehrmals auf Konferenzen, wir tranken Kaffee, irgendwann wurden Drinks daraus. Ich dachte, es wären rein professionelle Gespräche. Aber ich war überrascht, wie sehr ich mich auf unsere Treffen freute. Bald flogen wir jede zweite Woche um die halbe Welt, nur um uns zu sehen. Zum ersten Mal war ich nicht einsam. Ich konnte mir eine Zukunft ausmalen. Liz ging es am Anfang genauso, glaube ich. Ein paar Jahre zuvor verlor sie ihre Mutter. Ich fühlte die Leere. Da bin ich sicher. Aber mit der Zeit schien sie sie weniger zu wollen. Ich dagegen mehr. Also haben wir es beendet. Wenn du also Elizabeths Traum wiederherstellst, ist das... Eine zweite Chance, ja. Es war ein Fehler, die Erde zu verlassen, als Liz blieb. Ich hätte mehr tun sollen. Und als ich dich sah, eine Frau, die ihren eigenen Weg geht, sogar noch weiter, als Liz es je getan hat, ich musste dir einfach helfen. Um ihretwillen. Du hast gesagt, du bist nicht wie die anderen Zeniths. Dass du das nie warst. Aber du hast bei all ihren Plänen mitgemacht. Nur aus Notwendigkeit. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich musste es tun, um zu überleben. Bei der Vernichtung der Erde und bei der Zerstörung der Kolonie auf Sirius. Ich tat, was nötig war. Aber ich schwor den anderen, immer einen Schritt voraus zu sein, um den Schaden wieder gut zu machen. Deshalb der Datenkanal mit Beta. Der geheime Zugang in ihre Basis und mein kleiner Trick, um dich zu retten. Warum sieht der Datenkanal aus wie dein Haus? Dieses Haus sollte Schutz vor jedem Sturm bieten. Ein sicherer Hafen, nicht nur für mich, auch für die Kunst dort. Kulturelle Artefakte von unschätzbarem Wert. Einige der größten Errungenschaften der menschlichen Zivilisation. Und Beta sollte sie sehen? Ja. Ihre Erziehung war kalt und lieblos. Ich dachte, wenn sie Vermeer und Rembrandt sieht, würde das etwas ganz Neues in ihr Leben bringen. Ein Erbe, das genauso wertvoll ist wie die technischen Daten, die ihr eingetrichtert wurden. Der Kontaktabbruch tut mir leid, aber nicht, dass wir das Haus geteilt haben. Sie brauchte seinen Schutz noch mehr als ich. Warum hat Elizabeth sich zurückgezogen? Das frage ich mich seit 1000 Jahren. Sie war eine brillante Visionärin. Die Welt und die Verbesserung der Menschheit lagen ihr am Herzen. Aber es war auch, als würde sie alle auf Abstand halten, auch mich. Sie wollte ihre Last nie teilen. Ich glaube, ihr tiefstes Inneres hat sie nie mit jemandem geteilt. Manchmal glaube ich, niemand kannte sie richtig. Ich habe eine Aufnahme von dir und Elizabeth im Testlabor gefunden. Nach Farzinets Versuch, Gaia zu stehlen. Ja. Eine sehr unangenehme Unterhaltung. Sie hat nach dem Anruf etwas gesagt. Ich glaube, sie bedauerte, wie es mit euch ausgegangen ist. Wirklich? Die ganze Zeit. Vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. Ich habe unsere letzten Worte immer verabscheut. Und dass sie mich als Funktionärin von Farzinath in Erinnerung behalten hat, nicht als die, die ich wirklich bin. Was erwartet uns, wenn wir in die Zenith-Basis einbrechen? Wenn du deine Freunde versammelt hast, zeige ich euch den Grundriss. Es genügt zu sagen, dass wir so schnell wie möglich zu Beta und Gaia vordringen müssen und auf dem Weg gegen großen Widerstand kämpfen. Es gibt auch Druckfabriken, wo die anderen natürliche Ressourcen sammeln, die sie abgeschöpft haben. Wozu? Erstens für die Infrastruktur der Basis und zweitens für den Bau neuer Phantomdrohnen, eine kleine Armee. Außerdem haben sie Material zwischen dem Schiff in der Umlaufbahn und dem Planeten hin und her geschickt.
Nach Jahrhunderten mit digitalen Annehmlichkeiten war das Schiff kaum weltraumtauglich, als wir geflohen sind. Katastrophen können immer passieren. Wir haben daraus gelernt. Weißt du jetzt, wie Silents Waffe funktioniert? Nein, und er achtet darauf, dass ich nicht in ihre Nähe komme. Das stört mich schon, aber egal, wie sie funktioniert. Ich bin zuversichtlich, dass sie viele Schilde der anderen deaktiviert. Wie viele sind in der Basis? 10. Eric und Gerard eingeschlossen. Nur eine Handvoll von uns haben es ins Schiff geschafft, als die Kolonie zusammenbrach. Also, Eric, war er schon immer ein blutrünstiger Psychopath? Ich denke, es ist schlimmer geworden. Auf der Erde war er der Gründer eines profitablen privaten Militäranbieters. Einer Gruppe Halsabschneider. Sogar als die Regierung menschliche Soldaten durch automatisierte Kriegsführung ersetzten, hatte er bei Kunden Erfolg, die es gern etwas persönlicher mögen. Gerüchten zufolge hat er seine Ziele teilweise selbst aufgespürt und eliminiert. Einfach nur des Adrenalins wegen. Aber auf Sirius hat er sich auf VR-Simulationen konzentriert. Darin konnte er so gewalttätig sein, wie er nur wollte. Auch wenn es, wie ich vermute, weniger überzeugend war. Alvas Stamm glaubt, dass er einer der Größten aus der alten Welt war. Dann wäre es eine ziemliche Enttäuschung, ihn zu treffen. Obwohl ihm die Bewunderung wohl gefallen würde. Was weißt du über Gerard? Er war der Leiter des weltweit größten Finanzkonglomerats und arbeitete mit allen großen Firmen zusammen. Er wurde zu einem der reichsten Menschen auf der Erde und sicherlich von Far Zenith. Was soll ein einzelner Mensch mit so viel Geld? Mehr kaufen, mehr Macht, mehr Einfluss. Gerard hat sich immer für einen gebildeten Patrizier gehalten, der mit einem Zahnpasta-Lächeln die Kontrolle behalten konnte. Aber eigentlich ist er ein kalter, berechnender Geschäftsmann. Er hat Betas Erziehung auf ihre digitalen Lehrer, die Avatare der Apollo-Datenbank beschränkt. Während wir als ihre Wohltäter geschildert wurden. Wir werden uns bald um ihn kümmern. Und um die anderen. Ich würde zu gern sein Gesicht sehen, wenn er feststellt, dass wir ihn geschlagen haben. In den Ruinen von Vegas habe ich Informationen über einen Stanley Chen gefunden. Ich glaube, er war ein Zenith. Stanley, ein ewiger Optimist. Er war einer von den Guten. Als wir unsere Kolonie aufbauten, erschuf er eine genaue VR-Kopie von Las Vegas. Lichter, Shows, Glücksspiel, jedes Detail genauestens wiedergegeben. Und während die anderen sich in ihre Fantasien zurückzogen, teilte er seine mit der ganzen Welt. So wie du über ihn sprichst, ist er nicht auf die Erde zurückgekehrt. Nein, er starb, als die Kolonie zerstört wurde. Es hätte ihn gefreut, dass ein Teil seiner geliebten Stadt überdauerte. Als Peter floh und sich in einer alten Forschungseinrichtung versteckte, habe ich noch einen der Zeniths gesehen. Verbena. Wer war sie? Ein dunkler Stern in einem Meer strahlender Konstellationen. Anders als die meisten Far Zenith-Mitglieder, die ihren Reichtum durch gerissene Geschäfte und technischen Fortschritt anhäuften, hat Verbena ihre Milliarden geerbt. Ihr Vater war außerordentlich erfolgreich im Luxus-Holotourismus. Im Alter von 24 Jahren war sie eine begehrte Junggesellin und nannte sich Lebensdesignerin. Sie nutzte ihre Beliebtheit, um die Entscheidungen anderer zu beeinflussen. Wie bei einem Kult? In gewisser Weise ja. Irgendwas muss sie richtig gemacht haben, wenn sie so lange überlebt hat. Sie war auf ihre eigene Art skrupellos. Das stimmt. Aber selbst Ratten verlassen das sinkende Schiff, um zu überleben. Okay, ich habe schon einige der Zeniths getroffen. Was ist mit dem Rest? Sie gehören zu den reichsten Menschen auf der Erde. Titanen in ihren Branchen. Lass mich raten. Alle selbstsüchtig und unbarmherzig?
Die meisten ja. Mit wenigen habe ich mich verstanden. Annika Murjani zum Beispiel war immer sehr nett. Sie hat den erfolgreichsten Tanzkanal des Holonets gegründet und war selbst sehr gut. Und mit Song Zhao hatte ich sehr spannende Diskussionen über ihre Arbeit in der Zellbiologie. Unsere Unsterblichkeitsbehandlungen basieren teilweise auf ihren Errungenschaften. Aber es gab auch andere, wie Devin Miller, den CEO einer Firma, die Fastfood druckte. Er wollte nur seinen Golfschlag perfektionieren und Holo-Selfies aufnehmen. Wenn ich so an uns denke, hätten wir wirklich mehr erreichen sollen. Wir hatten eine Ewigkeit Zeit. Okay. Ich sag, wenn's soweit ist. Bis dahin warte ich hier. Vielen Dank, Aloy, dass du mir die Chance gibst. Meine Vergangenheit war nie einfach. Ich habe mehr als einmal alles verloren. Aber wenn ich auf die Zukunft schaue, sehe ich, dass Liz' Traum in Erfüllung geht. Ein Universum neuer Möglichkeiten. Vielleicht können wir es schaffen. Werden wir. Dem wird sich nichts entgegenstellen. Das verspreche ich. Hey, Erend. Wo ist die Musik, die da außerhalb spielt? Ich sehe, der neue Arm wartet auf seinen Einsatz. Ja. Fühlt sich seltsam an. Ich hatte mich an das Fehlen gewöhnt. Aber egal. Ich brauche ihn bestimmt, bevor der Angriff auf die Zenith-Basis vorbei ist. Ich habe dich seit der Schlacht beim Hain nicht gesehen. Wie geht es dir denn? Ich sah dich auf den Flügeln der Zehn fliegen. Und Regalas Armee mit Blitzen lähmen. Ich muss sagen, dass ich beeindruckt bin. Vielen Dank auch. Ich bin es, der dir danken sollte. Es wird übel, wenn den Zenith klar wird, dass wir in ihrer Basis sind. Du wirst jeden gelernten Trick brauchen. Ich würde es mir nicht anders wünschen. Viele Soldaten starben in der alten Welt, damit wir heute hier stehen. Wir werden in ihrem Namen durchhalten. Obwohl ich neugierig bin, wie du die Verteidigung der Zenith ohne eigene Armee besiegen willst. Überlass das mir. Sei einfach nur kampfbereit. Wie du willst. Du hast mein Vertrauen mehr als verdient. Hast du Tilda getroffen? Etwas an ihr scheint mir nicht natürlich zu sein. Ich wäre nicht überrascht, wenn mein Schwert sie durchteilen und sie nicht bluten würde. Ehrlich gesagt, bei ihr würde mich nichts überraschen. Dein Stamm erwähnt immer wieder die Flügel der Zehn. Was genau bedeutet das? Den Visionen nach flogen die Zehn auf großen Metallmaschinen mit Flügeln und stürzten sich aus dem Himmel in die Schlacht. Für uns ist es der höchste Ausdruck kämpferischen Mutes, dies nachzumachen. Deshalb springen die Herausforderer bei der Kulrut in die Arena. Und jetzt hast du es geschafft. Wie die Taten der Zehn wird auch das niemals vergessen werden. Und? Erzähl. Wie hat es sich angefühlt? Ehrlich gesagt, ziemlich gut. Das glaube ich gern. Ich muss gehen. Aber ich stelle schon bald allen den Plan vor. Verstanden. Okay, vielleicht sollte ich alle versammeln, damit Tilda uns aufklären kann. Aber gibt es noch was, das ich vorher erledigen sollte?